Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investoren und Newcomer. Seid ihr bereit für den Bullrun, meine Lieben? Ich bin der Meinung, wirklich, wir werden schon bald die Explosion sehen. Ich bin auch der Meinung, dass die Tiefpunkte in dieser Flag-Phase, in diesem Parallel-Channel oder Regression-Trend schon gesetzt sind. Ich glaube nicht, dass wir noch tiefer als die 49.000, 48.000er Marke fallen werden. Und ich bin auch der Meinung, dass wir schon bald einen starken Anstieg sehen werden. In der letzten Woche habe ich euch mehrere Videos und Chartanalysen gezeigt, warum ich so denke. Heute werde ich euch nochmal eine andere Ansicht zeigen, wo ich letztendlich eine Bestätigung dafür finde, dass das Ding nach oben gehen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Wochenstart, meine Lieben, und tauchen wir direkt ein. Bevor wir aber eintauchen und noch einige von euch günstig einkaufen möchten, bevor die Preise explodieren, die geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitvavo. Ihr bekommt hier direkt statt 10 Euro für Kurzzeit 20 Euro geschenkt und ihr habt hier die Sicherheit, die letztendlich ihresgleichen sucht weltweit. Wir haben hier eine der geringsten Handelsgebühren weltweit von 0 bis 0,25%. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine der günstigsten Handelsgebühren, meine Lieben. Und Bitvavo hat jetzt powered by Hype auch die BaFin-Lizenz. Also sie sind nicht nur EU-reguliert, sondern auch BaFin-lizenziert. Und nur noch für kurze Zeit, meine Lieben, wer sich über unseren Link in der Videobeschreibung bei Bitvavo anmeldet, bekommt die Gelegenheit, an der Verlosung teilzunehmen, wo wir 10-mal unser Coaching im Wert von über 10.000 Euro verlosen, meine Lieben. Michael Saylor präsentiert das und sagt, individuelle Familien, Unternehmen oder Regierungen können es MicroStrategy gleich tun. Und er zeigt hier, wie stark MicroStrategy Stocks, letztendlich die Aktien, seit 2020 alles andere auf dem Markt komplett outperformed hat. Warum ist das so? Ja, MicroStrategy, ihr wisst es ja, ich berichte das auch sehr, sehr oft, kauft Unmengen an Bitcoin ein und hält sie auf den Unternehmensbüchern. Und natürlich entsprechend dem Bitcoin-Verlauf und den Anstiegen, die Bitcoin hat, performt auch natürlich die Aktie dementsprechend gut, denn der Wert der Firma steigt auch mit den Assets, die sie besitzen letztendlich. Und in diesem Fall ist es Bitcoin. Steigt Bitcoin stark, steigt auch das Unternehmenswert. Es ist verrückt. Auf der anderen Seite hat man aber auch die Kehrseite. In einem Bärenmarkt fällt Bitcoin gerne mal bis zu 80%, aber Tendenz immer fallend. 2013 auf 2015er Bullrun-Tiefpunkt waren es 86%, 2017er auf 2018er, 19er Tiefpunkt waren es nur noch 84%, 2021 bis 2022, 23er Tiefpunkt waren es nur 76%, wollen wir mal sehen. Wird es diesmal nur irgendwo zwischen 60% und 70% sein, wenn wir in den Bärenmarkt gehen? Das müssen wir abwarten. Aber wie gesagt, die Performance spricht für sich. Max hat auf X diesen Chart hier präsentiert und wir haben uns schon oft angeguckt, welche Phasen man hier durchgeht in dem Markt. Von letztendlich Anger, Capitulation, also da unten fängt es ja an, Depression, über Disbelief, also man glaubt nicht wirklich, dass es passiert. Man geht in Richtung Hope, Optimism, über Belief, also Glaube, Thrill, also der Nervenkitzel, den man hat, über die Euphoriephase, wo es dann letztendlich nach unten geht und ihr ganz links wieder anfangen könnt mit Complacency, Anxiety, Denial, Panic, Capitulation, Anger und dann fängt das von vorne an. Und das sieht stark danach aus, wie er hier zeigt, dass wir in die Phase Belief, das heißt, dass wir vom Optimismus in Glaube langsam übergehen, dass das doch noch was werden kann. Vor 3-4 Wochen sah das noch nicht so aus, als ob wir in der Phase des Optimismus sind. Jetzt sieht das eher danach aus. Ich denke, er hat hier nicht Unrecht mit dem, was er hier gezeigt hat. Und diese drei letzten emotionalen Stufen liegen noch vor uns. Aurelian O'Hyan zeigt uns auch diesen Chart. Und das ist eigentlich fast immer das Gleiche halt, ne? Wir haben immer diese vier Phasen. Wir haben einmal die Bärenmarktphase, wo wir einen Top gefunden haben, was er mit dem roten Kästchen hier letztendlich signalisiert oder verdeutlicht. Dann haben wir letztendlich so eine Kapitulationsphase hier in Gelb. Dann haben wir diesen ersten Bullrun, diesen ersten initialen Startschuss, den wir dann haben, mit verschiedensten Korrekturen, die wir dort in diesen Phasen haben. Und dann kommt letztendlich diese letzte grüne, komplett parabolische Phase, wo wir dann in Richtung Bullrun Tops gehen. Und ich bin der Meinung, auch er hat hier recht, wir gehen langsam von dieser
Phase über, wo wir den ersten Bullrun gesehen haben, diesen Initialstart, in den zweiten Bullrun, welches in die parabolische Phase wechseln wird. Und wenn wir uns diesen Chart hier angucken, dann sehen wir, dass innerhalb der letzten 3 Jahre es noch nie so einen starken Einkauf von Bitcoin von Long-Term-Holdern gegeben hat, meine Lieben. Das sind wirklich starke Zeichen. Wenn wir in den letzten 3 Jahren von Langzeithaltern noch nie so starke Einkäufe erlebt haben, meine Lieben, und das in einer Phase, wo wir kurz vor dieser parabolischen Phase, kurz vor der explosiven Phase stehen, dann stimmt das extrem positiv. Während die meisten hier in den letzten 3 Wochen Panik geschoben haben, haben Langzeithalter und große Wale extrem stark akkumuliert. Darum sagen wir auch immer wieder, tut nicht das, was die Großen letztendlich sagen, tut das, was die Großen tun. Und was tun sie? Sie kaufen mir eindeutig extrem stark ein. So, wie sie es in den letzten 3 Jahren nicht getan haben. Plan B zeigt hier mit diesem Chart einen sehr interessanten Verlauf. In den letzten 13 Jahren hat Bitcoin letztendlich 2013, 2017 und 2021 in diesen Bullruns nur 27 Monate gebraucht, um starke Gains reinzuholen. Jetzt überlegt euch das mal. In den letzten 13 Jahren gab es nur 27 Monate, wo Bitcoin seine Profite letztendlich generiert hat. Und oben hier in grün könnt ihr sehen, das ist der normale Bitcoin-Verlauf, die 162 Monate. Und unten seht ihr den Bitcoin-Verlauf letztendlich abzüglich der 27 Monate, wo wir diese extrem starken Anstiege hatten. Und ihr könnt eindeutig sehen, wie flach der Verlauf wäre, wenn man diese 27 Monate rausnehmen würde, wo Bitcoin letztendlich die Gewinne reingeholt hat. Und das ist faszinierend. Wir sind kurz davor, in so eine Phase zu gehen, wo Bitcoin letztendlich wieder starke Gewinne reinholt und die meisten wollen hier raus. Das ist faszinierend. Die menschliche Psyche ist dem Investor halt immer wieder im Weg. Doch was sagen uns hier die Liquidationsbereiche erstmal? Ja. Es gibt jetzt immer noch einige, die den Markt shorten möchten. Wir haben hier einen kleinen Anstieg erlebt gehabt, über Nacht auf die irgendwo 64.500er Marke. Es wurden sehr starke Short-Positionen hier liquidiert. Jetzt haben wir eine kleine Korrektur erlebt, halten uns aber immer noch oberhalb der 63.000er Marke. Hier unten gibt es einige Longs, die liquidiert werden können, aber nicht sehr viel. Es gibt tatsächlich hier weiter, wenn wir oberhalb der 65.500er Marke gehen würden, nochmal hier neongelb starke Liquidation. Und ihr wisst, was ich euch gesagt habe, wenn wir uns zwischen der 65.000er Marke bis zu 67.000er Marke und 63.000er Marke erstmal seitlich bewegen werden in den nächsten Wochen, dann wird das ein sehr starkes Zeichen dafür sein, dass ein richtig schöner parabolischer Anstieg schon bald folgen kann. Und jetzt schaut euch mal an, was wir im Monatschart machen. Seht ihr, wie schön sich der RSI hier gedreht hat? Wie gesagt, in der Monatsperspektive. Auch hier, wo wir uns in einem Bullrun befunden haben, haben wir an der Stelle den letzten Support erlebt, bevor wir hier komplett parabolisch gegangen sind und Bitcoin auch starke Anstiege erlebt hat. Wir haben in Vergangenheit, wann immer wir in diesen Bereichen waren, zwischen den beiden Balken, auch Resistances erlebt gehabt. Hier 2019 bei diesem Midterm Top, da sind wir erstmal eingesackt. Was ist passiert? Erst als wir es geschafft haben, über die untere Linie zu kommen und diese als Support zu benutzen, sind wir auch hier in eine parabolische Phase gegangen, wo Bitcoin zu seinen All-Time-High-Bereichen letztendlich gegangen ist. Und jetzt befinden wir uns exakt an diesem gleichen Bereich. Wir finden Support an der unteren Linie zwischen den beiden Balken hier und es sieht stark danach aus, als ob ein extrem starker Anstieg nach oben schon bald folgen kann. Und wenn wir einen Timeframe runtergehen, und zwar auf den Wochenchart, dann sehen wir auch hier beim RSI ein starkes Signal. Wir haben hier immer wieder Resistance gehabt in diesen Bereichen und haben es jetzt endlich geschafft, hier drüber zu brechen, während wir uns in dieser 6 Monate langen elenden Seitwärtsphase befunden haben. Und wir befinden uns auch jetzt aktuell
oberhalb der 21er wöchentlichen EMA, welches auch in Vergangenheit immer ein positives Zeichen ist, dass wir einen Schub nach oben erleben können, wenn wir nachhaltig oberhalb der 21er bleiben. Ich bin super gespannt, meine Lieben. Das sind einfach explosive Zeichen. Darum bin ich auch der Meinung, der Tiefpunkt wurde hier erreicht bei irgendwo zwischen der 49.000 und 48.000er Marke, die wir gesetzt haben. Und wir können von hier aus letztendlich den Bull Run Top antizipieren. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag, einen wunderschönen Start in diese Woche und Crypto Heroes out, meine Lieben.